Ich habe spontan, also erstmal, ich bin Pablo Riera, bin Mitinitiator von Dichter zusammen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der, ich glaube, deutschlandweit der einzige Verein ist, der keinen Mitgliedsbeitrag kostet. Wir sind gemeinnützig und jeder, der irgendwie schreibt oder denkt, der könnte gut schreiben, soll bitte zu uns kommen. Okay, ich wollte mit dem ersten Text, den ich kurz vorher noch gefunden habe, in meiner großen Tasche, den habe ich mitgenommen und ich wusste auch nicht, was der Abude liest und das passt ja doch irgendwie zusammen jetzt zu dem Text von Abude und ich lese ihn einfach mal vor. Sisyphos-Aufgabe. Alles hat seine Berechtigung. Es gibt nur Ungleichgewichte. Der eine sagt seine Meinung, der andere hat eine andere Meinung. Alles hat seine Berechtigung, nur nicht Verletzung in jeglicher Art. Und das ist die große Aufgabe, der Versuch, aus einem Ungleichgewicht ein Gleichgewicht zu machen. Eine Sisyphos-Aufgabe. Der nächste Text, der ist jetzt aktuell im November entstanden und Weihnachten ist ja auch oft so, dass wir auch gemeinsam zusammen sind und mit der Familie oder mit Freunden oder manchmal auch alleine, aber wir denken doch an vergangene Zeiten und auch an Leute, die nicht mehr da sind, nicht mehr unter uns sind und was weiß ich, dann kommen dann so Sätze, weißt du noch, die Tante Gertrud, die das und das gemacht hat oder ja, also so ist es bei uns in der Familie und wenn wir Weihnachten zusammen sind, dann kommen so, schwelgt man auch manchmal in der Vergangenheit und jetzt habe ich einen Text dazu geschrieben. Im November. Im November, grau in grau der Himmel. Mit Wolken verhangen, den ganzen Tag Dämmerung. Ich sitze in meiner Einzimmerwohnung und das einzige Licht, das es gibt, ist die fast abgebrannte Kerze, die auf meinem Couchtisch steht. Es scheint das einzige Licht auf der ganzen Welt zu sein, das einzige Licht, das meine düsteren Gedanken vertreiben will, aber nicht kann. Ich denke an Kuli, der gestern an seiner Kotze erstickt ist. Eigentlich war er trocken, doch das Leben, das alte Leben hat ihn eingeholt. Und er wollte es noch einmal wissen. Er schüttete sich am gestrigen Abend 4,05 Liter Herrenhäuser Pilz und 1,5 Flaschen Korn in den Hals. 1,5 Flaschen, da er bei der zweiten Hälfte der zweiten Flasche schon im Delirium war. Für einen trockenen Alkoholiker, der nicht mehr im Training war, wunderte er sich, dass er so viel verträgt. Und dann lief es halt. Kuli sollte dieses Weihnachten nicht mehr erleben. Und jetzt sitze ich hier bei meinem fast abgebrannten Licht der Kerze vor mir und denke an ihn. An unsere tolle Zeit mit der Band. Er war ein exzellenter Gitarrist und wir hatten eine geile Zeit. Das Adjektiv geil benutze ich fast nie, aber in diesem Zusammenhang mit meiner Band ist es zutreffend. Wir hatten eine geile Band und eine geile Zeit in den 90ern. Kuli spielt nicht mehr und ich singe nicht mehr zusammen Gitarrenspiel. Wenn mir so jetzt in diesem Moment seine Melodien durch den Kopf gehen, ist er mir nah. Ich singe die alten Lieder und höre die Gitarre, den Bass von Stöpsel, Henny am Schlagzeug und Tim mit seiner Rhythmusgitarre und Pewe immer wieder mit dem Keyboard. Will meinen Schweiß in dir riechen, Gummibärchen, Andrea, Popsong. Ich will mit dir zusammen sein, nicht mehr allein, allein. Ich will mit dir zusammen sein. Unsere Band hieß Mitgift und Kuli spielte die Gitarre, jetzt nicht mehr. Der Name Mitgift, eigentlich von der Aussteuer zu verheirateter Frauen abgeleitet, hat Kuli wohl anders verstanden. Und jetzt sitze ich hier, die Kerze fast abgebrannt und schwelge in alten Zeiten. Andere Titel wie Sommerliebe, Ein kleines Lied, 2 vor 12, Zu viel und
Und Kuli ist mir jetzt näher als in den letzten 20 Jahren. Im November 2017.